Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu weiterem Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt es mal eine altbekannte Serie, die es auch letztes Jahr gab, und zwar Teambuildings. Und heute gibt man das Team, was ich mir gerne nach 1 bis 1,5 Monaten leisten möchte und was ich auch zuversichtlich bin, dass ich mir das machen werde. Und das wird einfach nur ein kurzes, knackiges Squad-Building-Video von mir sein, wie ihr das letzten Jahr kennt. Letztes Jahr habt ihr das gefeiert, dann dachte ich mir, bringe ich das dieses Jahr auch. Habe ich auch mega Bock drauf, FIFA 20 Hype ist auf jeden Fall da. Ja, wenn das Video hier rauskommt, nur noch eine Woche und dann geht es auch schon mit Pack-Opening los. Und übrigens, checkt da mein Instagram ab, da erfährt ihr noch die genaue Uhrzeit, wann es nächste Woche am 19.09. losgeht mit dem Pack-Opening. Auf Instagram heißt ich auf jeden Fall PassFIFA. Checkt's gerne aus. Würde mich sehr gerne freuen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein mit dem Torwart. Und das wird sein Alisson. Ihr seht, 88er Rating hat er hier. Wird aber in FIFA 20 ein 89er Rating kriegen. Ich habe das halt schon eher geplant, das Video hier zu machen. Habe es aber nicht geschafft aufzunehmen. Deswegen habe ich mir die Karten jetzt nicht neu gedownloadet. Aber ich habe sie ungefähr fast richtig geschätzt. Also einige Spieler habe ich auch richtig geschätzt, die da drin sind. Aber leider Alisson minus 1 Rating habe ich ihm nicht gegeben. Also in FIFA 20 bekommt er auf jeden Fall eine 89. So viel zum Thema. Und ich hoffe, er ist mal wieder einer der besten Keeper. Also vom Rating her ist er natürlich einer der besten Keeper. Aber ich hoffe auch, dass er besser ist als letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich schade, dass er so kacke war. Ja, aber kommen wir dann auch weiter zu der Innenverteidigung. Wollen wir einfach nicht viel Zeit verlieren. Wie gesagt, ein kurzes, knackiges Video, was ich euch einfach hier sagen möchte. Ja, Schulz, da weiß ich noch nicht das Rating. Aber eine 81, finde ich, wäre schon angemessen. Solide Saison bei Hoffenheim gespielt, jetzt natürlich bei Borussia Dortmund. Natürlich kommt das Team auf 100 Chemie, keine Frage. Und ja, wie gesagt, bei Borussia Dortmund jetzt. Starke letzte Saison gespielt bei Hoffenheim mit einem 92er Torz, deswegen 81 finde ich schon auf jeden Fall verdient. Dann kommen wir zu Süle. Endlich hat Süle mal Pace. Zwar noch nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Also bei Süle hoffe ich mir in FIFA Minimum 77, 78 Pace. Er ist ja hinter Coman der schnellste bei Bayern, oder war es zumindest Stand letzter Saison. Ich weiß nicht, wie schnell Coutinho oder so ist. Aber auf jeden Fall stand letzte Saison der zweitschnellste bei Bayern. Aber hier, den habe ich richtig getippt. 85er wird er auf jeden Fall kriegen. Und das, was mich ein bisschen aufregt, das ist Virgil van Dijk. Ich könnte mal sehr gerne in eure Kommentare schreiben. Aber ich finde, Virgil van Dijk ist besser als Ramos in seinen besten Zeiten. So, lasst einfach mal eine Meinung da von euch in den Kommentare. Würde mich da sehr gerne interessieren, wer das genauso sieht. Deswegen finde ich, also er kriegt natürlich in FIFA 20 ein 90er Rating. Ja, 91er finde ich schon, ist ja nur ein Punkt, aber trotzdem finde ich schon mega verdient. Allein, dass auch letzte Saison Ramos ein Team of the Year hatte, fand ich auch überhaupt nicht verdient. Aber naja, muss man halt so sehen. Zum Glück hatte Van Dijk den. Ja, aber er wird auf jeden Fall 90er kriegen. Auch mega teuer wird am Anfang sein. Safe 800k oder so. Einfach wegen Premier League. Relativ gute Nation, obwohl bei De Ligt dieses FIFA mit ohne Special Card mit 67 Pace, weiß ich nicht, ist nicht geil, finde ich. Ja, Rechtsverteidiger wird dann hier sein, Alexander Arnold, 83er Rating kriegt er, ich habe ja auf 82 predicted, aber er wird, glaube ich, so um die 84 Tempo, 77 Def, 76 Physis haben, also ganz normale Around-Werte, so wie Kimmich ungefähr. Nur, dass, glaube ich, Alexander Arnold, meine ich, schneller ist als Kimmich, ein paar Punkte. Ja, aber Alexander Arnold ist ja eh nicht so der der defensivere Part, sondern eher auch mit offensivere Part, der mit nach vorne läuft. Finde ich auf jeden Fall mega geil, muss auch auf die Workrates achten, nicht, dass er auf einmal Hochmittel hat, aber ja, ich bin Fan auf jeden Fall von Alexander Arnold, finde ich auch der zweitbeste, ja okay, sagen wir mal der drittbeste, in Real Life ist, finde ich, Alexander Arnold und Carvajal trennen sich so ein bisschen den Platz, aber auf jeden Fall den besten Rechtsverteidiger finde ich fürs letzte Jahr safe Kimmich, ja. Und dann war es auch schon mit der Verteidigung, kommen wir dann zum Mittelfeld und das hat sich richtig in sich, also 90er Kanté wird leider nicht kommen, 89er, aber wobei er schon die 90 verdient hätte, auch weil er Team of the Year hätte, oder er gesagt hatte, mit einer 95 wäre die 90 auf jeden Fall schon angebracht, finde ich auch beste 6er weltweit. Leider Matuidi übrigens für nächstes FIFA,
nur 2 Sterne Weak Foot und 2 Sterne Skills wieder. Das ist nicht so geil. Deswegen wird auch Matuidi wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen billiger als letztes Jahr. 80.000 hat er, glaube ich, gekostet. Ich denke mal, Minimum die Hälfte. Weil viele spielen nicht. Viele gucken auch auf Skills bei defensivere Mittelfeldspieler. Aber egal, kommen wir erstmal weiter hier zum Mittelfeld. Einmal 84er Havertz, habe ich wie gesagt eine 85 gegeben. Hätte ich auch gedacht, also auf vielen Prediction war auch auf eine 85. Kriege ich auch wahrscheinlich 84 Dribbling, 84 Pace. Aber was mir relativ nicht so gefällt, ist zwar nur ein Punkt, aber er hat leider seine 5 Sterne schwacher Fuß verloren. Ist blöd, aber egal, hat er wenigstens noch 4. Aber trotzdem blöd, dass er die verloren hat. Kommt aber trotzdem safe in mein Team, wird auch so, denke ich, 40.000, 50.000 am Anfang kosten. Allein, weil er jetzt auch schon höher geratet ist. Und ich habe mir mal die Bundesliga-Ratings angeguckt. Gulaschi mit einer 85, okay. Hätte ich nicht erwartet, aber muss man auch erstmal machen. Goretzka mit einer 84 kriegt, ist auch offizielles Rating. Ist auch schon bekannt gegeben in der Foot Database. Ja, Goretzka auch wieder ganz normale Werte wie letztes Jahr, 81 Pace, ganz normal Def, ganz normal Physis, also wie so ein Goretzka halt ist. Ja, das war mein Mittelfeld aus Goretzka, Havertz und Kanté. Ja, das Team ist jetzt, also seht ihr jetzt, komplett ist in der 4-3-2-1. Aber in-game werde ich natürlich spielen mit 4-2-3-1. Mit beiden Sechsern, linker, rechter ZOM. Wird natürlich dann also linker Gnabry, rechter Salah und normal ZOM Havertz und Kanté und Goretzka halt als Sechser. Aber kommen wir jetzt erstmal auch noch zu den Flügelspielern und das wird sein 90er Salah, endlich 90er Salah, dass er auch die 90 erreicht hat. Aber muss ich sagen, hätte ich mir bei Mbappé auch erhofft, dass er die 90 am Start hat. Ja, was mir bei Salah leider nicht so gefällt ist, dass er nicht seine 4 Sterne schwacher Fuß kriegt. Machst du nix, aber ist halt so bei EA 3 Sterne schwacher Fuß sind wie letztes Jahr geblieben, aber dafür Sancho wenigstens. Das ist auch nice. Muss ich mir auch irgendwie noch ein Backup-Team bauen, irgendwas mit Sancho, weil den möchte ich auf jeden Fall da drin haben. Links habe ich Serge Gnabry erstmal hingepackt. Ich weiß nicht, ob er links oder rechts kommt. Vielen Prediction habe ich links gesehen, aber auch rechts. Und seine Werte oder sein Rating weiß ich noch nicht. Aber eine 83 wäre auf jeden Fall angebracht, wenn nicht sogar 84 vielleicht, muss man schauen. Aber falls die Ratings final sind, könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben, wie von Schulz. Ja, okay, sonst alle sind ja final. Wie gesagt, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben von Gnabry und Schulz. Die Ratings, die offiziellen Ratings natürlich. Oder einfach bei Insta ein Bild schicken. Und dann 86er, habe ich natürlich hier 87 gegeben. Aber ich meine natürlich 86er, Roberto Firmino. Fand ich letztes Jahr am Anfang auch schon gut, habe ich auch am Anfang gehabt. Ganz normal Kopfweile reingemacht. Geht auf jeden Fall klar. Und Jumping hat er auf jeden Fall, meine ich auch, wie letztes Jahr nochmal richtig gut. Und da wird ein oder anderen Kopfball richtig auch nice reingemacht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob er überhaupt über 80 Pace hat. Ich glaube, er hat nur 79 Pace oder so. Aber egal, dafür haben wir schnellen Salah und schnellen Gnabry über außen. Und Hauptsache Firmino nickt da nur ein. Ja, Freunde, das war mein Team. Das möchte ich nach einem Monat bis anderthalb Monaten aufbauen. Ja, Streams werden dann auch wieder regelmäßig kommen. Hier nochmal dran erinnert, würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr 99 Cent VIP da lassen würde, würde mich supporten. Habt dem Stream Emojis, keine Werbung mehr bei meinen Videos. Und ja, kann man sich einfach mal gönnen, 99 Cent. Kriege ich natürlich sogar auch nur die Hälfte, also 49,5 Cent sozusagen, und also Hälfte ich, Hälfte EA sei schon, Hälfte YouTube meine ich natürlich. Ja, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentar schreiben, und dann habt ihr auch noch so ein Budget neben den Namen, wenn ihr einen Kommentar bei jedem Video schreibt, könnt ihr mir sehr gerne, wenn ich einen Kommentar da lasse oder unter dem letzten Video gucken, wo ich einen Kommentar da gelassen habe, habe ich so ein Gold 1 Emblem Logo, das kriegt ihr auch, wenn ihr VIP seid. Wie gesagt, 99 Cent im Monat, würde mich sehr gerne freuen. Und wenn ihr mich supporten wollt, ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, Glocke aktivieren. Einfach, weil wir wieder FIFA richtig geil wird. FIFA 20, neues Jahr, neues Glück wieder. Ich hoffe, ihr seid zahlreich in den Streams an den Start, würde mich auch sehr gerne freuen. Und wie gesagt, macht's gut, haut rein und ciao.